So, hallo. Hier ist nochmal der Karl-Heinz. Das ist ein Programm, was ich für einen Auftraggeber entwickelt habe, damit er seine Datenbanken besser analysieren kann. In der obersten Instanz gibt es da Server. Da kann man eben neue SQL, Microsoft SQL Server definieren. Das habe ich schon gemacht, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und darunter jeweils gibt es dann Datenbanken. In den Datenbanken, Sie ahnen es, gibt es dann die Tabellen und in den Tabellen gibt es dann entsprechend die Felder. Spalten, je nachdem, wie Sie wollen. Das war nicht der Witz. Der Witz ist, dass bei der Analyse es sehr, sehr häufig vorkam, dass man wohl geahnt hat, dass es ein Feld wie Artikelnummer oder Kundennummer oder sowas gibt. Könnte auch Client Number heißen oder Client NU. Und der Sinn war der ganzen Geschichte eben da nach Feldern suchen zu können. Und da gibt es dann ja tatsächlich das Feld Kundennummer. Und jetzt sieht man auch, in welcher Tabelle das ist und in welcher Datenbank. Mit F3 sucht er den nächsten. Es wäre nett, wenn ich das mal irgendwo schreiben würde, ne? Dass die Taste F3 dann eben weiter macht. Und hier sind wir, glaube ich, in der Datenbank vom. Ne, ist nicht der Kunden von der Datenbank. Ja, das ist eine Kundendatenbank hier und da gibt es diverse Tabellen. Wo es dieses Feld gibt, das ist die eine Funktionalität. Die andere ist, egal ob man auf eine Tabelle, hier ist die Datenbank, hier ist die Tabelle, oder auf ein Feld in dieser Tabelle zeigt, machen wir mal so, dann zeigt er hier in der Vorschau, kommt auch. Er zeigt da gar nichts an, na, ich mache gehen mal hier in die Statements, da weiß ich, dass sie gefüllt sind. Dann zeigt er eben eine Vorschau dieser Tabelle an. Hier kann ich natürlich selber auch noch schreiben. Und was mir wichtig war, dass man, ich mache jetzt mal irgendwas hier, einfach damit man, jetzt zeigt er alle mit der ID kleiner 5 und diese Statements hier kann ich mir dann als, ich habe es Snippet genannt, wie übersetzen wir Snippet jetzt auf Deutsch? Die dann als Schießen gespeichert werden. Und ich gehe jetzt mal woanders hin. Da, wenn ich auf das Snippet klicke, Sie werden es nicht glauben, dann kann ich das hier rauskopieren.
Ja, im Moment kann ich nur kopieren. Wundere mich, sollte man eigentlich direkt ausführen können. Aber naja, okay, kommt noch, kann man alles noch machen. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, sonst sind keine großartigen Sachen drin. Create Static Data, weiß ich jetzt gar nicht. Ach so, doch, natürlich. Da habe ich noch für Tabellen, für statische Daten. Tabellen, die statische Daten enthalten, zum Beispiel die hier. Das sind SQL Statements, rede ich in einem anderen Projekt noch von Statements drin. Und die muss ich ja für einen Auftrag einem Kunden weitergeben, diese Statements. Die gehören zum Programm dazu. Und gibt etliches, keine Ahnung, Städte, Gemeinden, Postleitzahlen, Telefonnummern und so weiter, statische Daten, alles, die sich nicht großartig ändern, also keine Bewegungsdaten. Und ich kann dann sagen, baue mir mal aus allen markierten, stimmt das? Ja. Oder eben nichts markiert, dann baue mir aus allen statischen Daten. Jetzt dann ein Timeout, wo ist ID? ID ist 3. Ja. Nee, ich muss markieren. Wusste ich nicht mehr, tut mir leid. Ich muss markieren, damit er aus den markierten dann statische Daten macht. So sieht die Welt ein bisschen anders aus hier. Sie sehen, also es ist ein Projekt, was intern benutzt wird. Und keine große Mühe gegeben hier auf Optik oder schöne Ereignisse oder irgend sowas. Musste einfach nur funktionieren. Ja, und diese Funktion statische Daten macht ein Update. Das heißt, wenn es diese Zeile schon gab, ID 2, dann macht er ein Update. Wenn das Update fehlsteht, also keine Zeile geändert, dann macht er ein Insert. Da passt er noch ein bisschen auf, damit man da nicht allzu viel nacharbeiten muss. Ja, wie lange hat das insgesamt gedauert? Also als die Definition ausarbeiten, was soll er können, wie soll es ungefähr dargestellt werden und so, das waren 2 Tage, würde ich sagen. Und die Realisierung bis zum Prototyp, also es geht erstmal, waren auch 2 Tage. Die Suche hat da schon funktioniert, aber es fehlte dieses von hier absuchen, F3. Und das waren insgesamt dann nochmal 2 Tage Nacharbeit, also insgesamt 5, 6 Tage sowas. Okay, vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Interesse. Dankeschön.